Frau Bundeskanzlerin, alle Kriege der letzten Jahre haben die Menschheitsprobleme nicht gelöst, sondern verschärft. Ganz egal, ob ich an Afghanistan denke, ob ich an den Irak denke, ob ich an Libyen denke. Was sagt unser Bundespräsident? Wir sollen noch mehr an Militäreinsätzen teilnehmen. Das bedeutet aber nicht, wie er meint, mehr Verantwortung. Das bedeutet mehr Verantwortungsversagen. Das sage ich Ihnen ganz klar. Und der eigentliche Skandal in Deutschland ist, dass Deutschland der drittgrößte Waffenexporteur weltweit ist. Wir verdienen an jedem Krieg. Hätte unser Schluss aus dem Zweiten Weltkrieg nicht lauten müssen, dass wir nie wieder an Kriegen verdienen wollen? Ich glaube, das wäre das Mindeste gewesen. Und jetzt haben wir erfahren, Frau Bundeskanzlerin, dass Sie im Jahre 2008 Panzer und auch noch eine Panzerfabrik, also die Lizenz zum Herstellen deutscher Panzer, an Algerien verkauft haben. Und ich sage Ihnen, was haben wir denn für Zustände in Algerien? Algerien ist kein demokratisches Land. Und woher wollen Sie eigentlich wissen, welche Zustände in Algerien in 5 Jahren herrschen? Woher wollen wir eigentlich wissen, wer dann dort Panzer für welche Zwecke herstellt? Das ist doch Wahnsinn. Und Sie, Herr Gabriel, sagen nur, Verträge sind einzuhalten. Haben Sie denn wenigstens mal geprüft, ob man aussteigen kann aus diesem wahnsinnigen Vertrag und diese Verantwortungslosigkeit überwinden kann? Und wo bleibt denn wenigstens Ihr Satz, dass es solche Verträge nie wieder geben wird? Das wäre doch wohl das Mindeste. Und ich sage Ihnen auch, Deutschland liefert Waffen an Saudi-Arabien, an Katar, an den NATO-Partner Türkei. Was erfahren wir jetzt? Die Al-Qaida-Terrorarmee ISIS erobert immer mehr Territorien im Irak und in Syrien. Kerry, der amerikanische Außenminister, reist jetzt durch den Nahen Osten und versucht, das irgendwie aufzuhalten. Aber wer hat denn diese Armee bezahlt? Die Bezahlungen kamen aus Saudi-Arabien und Katar. Und was hat die Türkei gemacht? Die hat diese kämpfenden Terroristen mit Waffen ohne jede Beanstandung durch die Türkei durchziehen lassen nach Syrien und Irak. Das sind unsere Partner. Und was machen sie dagegen? Fast nichts. Und jetzt haben wir heute gelesen, dass diese ISIS-Armee sogar Kinder tötet. Ich sage Ihnen, die Konrad-Adenauer-Stiftung sagt plötzlich, man hätte Assad in Syrien unterstützen müssen. Wo leben wir hier eigentlich? Die Zeiten werden immer wirrer. Merken Sie denn nicht, dass diese ganze Außenpolitik falsch ist? Weg von Waffenexporten, hin zu einer friedlichen Konfliktlösung. Das muss die Aufgabe der Bundesregierung sein. Nichts anderes. Und nun komme ich zur Ukraine. Jetzt gibt es ja gewisse Fortschritte, eine Feuerpause durch Präsident Poroschenko, die Rücknahme des Beschlusses der Föderationsversammlung in Moskau, wonach Russland in die Ukraine einmarschieren darf, auch sehr wichtig. Und ich sage Ihnen, jetzt müssen die Europäische Union und die NATO endlich wirkliche Deeskalationsschritte gehen. Hören Sie auf mit den Sanktionen und mit der Androhung von Sanktionen. Übrigens, diese Sanktionen, wenn sie wirklich kämen, die Wirtschaftssanktionen, treffen ja nicht die USA, die sie immer vorschlagen, sondern die Antworten treffen dann uns und die Wirtschaft. Wir schützen in diesem Falle auch die Wirtschaft. Das hat sie nicht verdient. Das sage ich Ihnen klipp und klar. Und ich muss mich, Frau Göring-Eckardt, Sie haben ja hier dazu gesprochen und Sie haben sich mit Sarah Wagenknecht auseinandergesetzt und haben dann gesagt, wer die neue Regierung oder wer die Regierung nicht unterstütze oder die Politik nicht unterstütze, der unterstützt nicht die Demokratisierung der Ukraine. Wie soll ich das verstehen? Wir sind doch schon gemeinsam gegen Nazis aufgetreten. Warum kritisieren Sie nicht ebenso scharf wie wir die Mitgliedschaft von faschistischen Politikern in der ukrainischen Regierung? Und wissen Sie, ich sage Ihnen auch, was die belgische Regierung dazu sagt, ist das eine. Wir haben eine andere Geschichte. Und ich finde, der gesamte Deutsche Bundestag und die gesamte deutsche Regierung müsste der ukrainischen Regierung sagen, bevor wir euch helfen, entlasst die faschistischen Minister aus euren Reihen. Das wäre doch wohl das Mindeste. Das wäre doch das Mindeste. Und jetzt höre ich ja immer wieder, bei der Präsidentenwahl hätten die so wenig Stimmen bekommen. Na, umso besser. Was gibt es denn dann für einen Grund, die nicht zu entlassen? Dann können wir den Druck sogar noch erhöhen. Und das Zweite, haben Sie Zweifel, dass das Faschisten sind? Ich habe Ihnen ja den Vorsitzenden der Partei hier zitiert, ich wiederhole das heute nicht. Aber eins sage ich Ihnen, die hatten ein Institut, die Swoboda-Partei hatte ein Institut. Und das Institut trug den Namen Josef Goebbels. Bis zum Jahr 2014. Jetzt haben sie es umbenannt, wegen des Drucks von außen. Aber sie trugen
dieses Institut trug den Namen Josef Goebbels. Das hat sich noch keine rechtsnationale Partei nach der Nazi-Diktatur in Europa getraut. Nur die Swoboda-Partei. Und da verlangen Sie von uns, dass wir dazu nichts sagen? Das ist doch grotesk. Ich kann das nicht dulden. Ich kann das nicht hinnehmen. Und ich finde, alles andere ist auch unverantwortlich und ahistorisch. Im Kalten Krieg war der Gewinner der Westen. Er zeigte allerdings keine Bereitschaft, aufzuhören zu siegen. Im Kalten Krieg gab es Einflusssphären der USA und Einflusssphären der Sowjetunion. Aber die gelten nicht mehr. Kann man sagen, sage ich auch, glücklicherweise. Das Problem ist nur, die USA und Russland haben keine neuen Spielregeln vereinbart. Sie haben Einfluss verloren, beide, versuchen den vorhandenen zu sichern und auch wieder auszubauen und kommen sich dabei in die Quere, in Georgien, in Syrien, in der Ukraine. Was gibt es für einen Weg für neue Spielregeln? Nur einen, das Völkerrecht. Der volle Respekt vor dem Völkerrecht. Und die Ersten, die das Völkerrecht über Bord geworfen haben beim Jugoslawienkrieg, war der Westen. Weil sie sich dafür nicht mehr interessiert haben. Weil sie gesagt haben, wir sind ja die Gewinner im Kalten Krieg, das brauchen wir nicht mehr, entscheiden, was läuft. Und genau dafür bekommen wir jetzt die Quittung. Deshalb sage ich Ihnen, es gibt nur einen Weg zur Lösung, wieder das Völkerrecht voll zur Geltung zu bringen. Und deshalb muss der Westen als Erstes das Völkerrecht in vollem Umfang einhalten. Ich sage Ihnen noch etwas. Russland hat ja Kanzler Schröder bestätigt, dass er das Völkerrecht verletzt hat. Er macht da gar keinen Hehl draus. Russland wird sich nach dem Konflikt ökonomisch stärker nach Asien orientieren. Die USA werden verstärkt in Europa, gerade auch in Osteuropa, auftreten. Das ist ein Erfolg für die USA, allerdings ein Erfolg, den Obama gar nicht wollte. So kommt das in meiner Politik. Und die EU wirkt völlig hilflos. Und sie ist der Verlierer, weil die Abhängigkeit von den USA noch zunehmen wird. Das kommt bei alledem heraus. Denken Sie mal darüber nach. Und jetzt komme ich zu Europa. Ein Warnsignal. Die Europawahlen haben die rechtsextremen und rechtsnationalen Parteien erheblich gestärkt. Da müssten wir doch alle Schlussfolgerungen daraus ziehen. Frau Bundeskanzlerin, Ihre falsche Spar- statt Aufbaupolitik gegenüber dem Süden Europas, der Abbau der Demokratie, der Abbau der sozialen Gerechtigkeit, die Tatsache, dass eben die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Athen die ganze Bankenkrise zu bezahlen haben, nicht die Millionäre, das alles hat auch zu diesem Wahlergebnis beigetragen. Sie und wir alle haben eine Verpflichtung, Europa so friedlich, so demokratisch, so sozial gerecht und so ökologisch nachhaltig wie möglich zu gestalten, damit dieses Europa die Menschen und vor allem die Jugend nicht verschreckt, sondern endlich wieder anzieht und damit diese rechtsnationalen und rechtsextremen Parteien in ganz Europa keine Chance haben. Dafür sind wir verantwortlich, mitverantwortlich. Und ich sage Ihnen, eine Jugendarbeitslosigkeit von 60% in Griechenland macht Europa kaputt. Ich habe es schon gesagt. Wir haben, die Zahl der Millionäre hat zugenommen. Warum führen Sie in der Europäischen Union keine Millionärssteuer ein? Und Herr Bundesfinanzminister, es gab doch mal die Idee der Finanztransaktionssteuer gegen die Spekulation und Spielereien an den Börsen. Wo bleibt sie eigentlich? Wann tritt die eigentlich in Kraft? Wird man doch noch mal nachfragen dürfen. Und nun komme ich zu Snowden und den USA. Also der Spiegel hat ja nun veröffentlicht, dass die Ausforschungen durch den Geheimdienst der USA, NSA, noch viel größer als bisher angenommen waren und dass es eine enge Zusammenarbeit mit dem BND gab. Professor Papia, der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, hat dazu wörtlich Folgendes gesagt. Der Datenaustausch mit ausländischen Diensten, die ihre Personen bezogenen Daten weitgehend unter Methoden und in einer Art und Weise erlangen, die jenen von mir kurz genannten Mindeststandards der deutschen und unionsrechtlichen Grundrechte eindeutig nicht genügen, ist insoweit von Verfassungsrechts wegen ausgeschlossen. Das heißt mit anderen Worten, der BND hat sich grundgesetzwidrig verhalten. Ich möchte wissen, welche Konsequenzen Sie daraus ziehen. Und Snowden hat bisher immer die Wahrheit gesagt. Und Snowden hat gesagt, dass auch die Wirtschaftsdaten alle weitergereicht wurden. Das ist Wirtschaftsspionage. Auch das ist eine Straftat. Und die Einzigen, die wieder die Interessen der Wirtschaft vertreten, ist die Linke und die Grünen in diesem Falle. Sie nicht. Sie nicht. Sie lassen sich das einfach bieten. Frau Bundeskanzlerin, Sie waren in Washington. Sie haben mit Obama und anderen gesprochen. Und Sie kommen ohne ein US-Spy-Abkommen zurück. Ich sage Ihnen, Sie verhalten sich
diesbezüglich gegenüber der US-Administration duckmäuserisch. Und sie begründen mir das mit der Freundschaft. Und ich sage Ihnen, Duckmäusertum erzielt Verachtung, aber keine Freundschaft. Wenn man eine Freundschaft will, muss man sich als erstes Respekt erarbeiten. Und ich sage Ihnen auch, wie man das machen kann. Ich würde den Diplomaten, ich würde dem Präsidenten Obama an Ihrer Stelle sagen, wenn Sie kein No-Spy-Abkommen machen, dann werde ich die Diplomaten in der britischen und in der US-Botschaft, die Spionage betreiben, zur Persona non grata erklären. Ich würde ihm sagen, die NSA baut gerade ein Riesengebäude in Wiesbaden, das können die gerne fertigstellen, aber niemals einziehen. Da schicken wir ATTAC und andere Organisationen rein, die was Nützliches machen, im Unterschied zur NSA, die uns hier ausforschen wollen. Und ich würde ihm sagen, wir können auch die TTIP-Verhandlungen aussetzen. Was glauben Sie, was Ihnen das für einen Respekt einbringen würde, wie die diskutieren würden, dass Deutschland sich die Sache nicht mehr bieten lässt? Und das entspricht Ihrem Amtseid, nämlich Schaden von unserem Volk abzuwenden. Deshalb erwarte ich das auch von Ihnen. Und übrigens zu den TTIP-Verhandlungen noch ein Satz. Noch ein Satz. Es geht doch dabei nicht nur um das Klohuhn, was schon schlimm genug wäre, sondern es geht darum, dass Investitionshemmnisse verboten werden sollen. Und das muss man mal übersetzen. Wenn ein amerikanisches Unternehmen hier seine Wirtschaftstätigkeit beginnt und später kommt eine vernünftigere Regierung, macht mehr Mitbestimmung, macht mehr Wirtschaftsdemokratie, vielleicht sogar etwas höhere Steuern, können die sagen Investitionshemmnis. Als wir anfingen, war das nicht so. Sie machen Politik unmöglich. Niemals dürfen das Verbot von Investitionshemmnissen vereinbart werden. Herr Kollege. Und dann muss ich Ihnen zum Schluss Folgendes sagen. Also, ich habe das doch richtig verstanden, Frau Bundeskanzlerin. Der Präsident Obama hat Ihnen doch gesagt, dass weder Sie noch Herr Gauck abgehört werden. Das sind die Ausnahmen. Zu anderen hat er Ihnen das ja nicht zugesichert. Das heißt, Herr Bundestagspräsident Professor Lammert, Sie werden nach wie vor abgehört. Das heißt, dass der Bundesratspräsident... Im Unterschied zu Ihnen trage ich das mit Fassung, Herr Kollege Giesing. Das heißt, dass der Bundesratspräsident abgehört... Ich bin ja noch nicht fertig. Das heißt... dass auch der Bundesverfassungsgerichtspräsident abgehört wird und alle anderen Bürgerinnen und Bürger auch. Nun muss ich Ihnen Folgendes erklären, Frau Bundeskanzlerin. Passen Sie auf, Frau Bundeskanzlerin. Wenn Sie mit Ihrem Ehemann Professor Sauer telefonieren oder mit dem Vizekanzler Gabriel oder mit Staatsminister Altmaier oder mit Ihrem Fraktionsvorsitzenden Kauder, die ja alle abgehört werden, dann hört man Sie zufällig mit, wenn Sie gar so dreist werden, mit mir zu telefonieren, erst recht. Es gibt einen einzigen, Frau Bundeskanzlerin, dem Sie alle Geheimnisse telefonisch und per E-Mail anvertrauen dürfen. Das ist der Bundespräsident. Aber aus irgendeinem Grunde glaube ich, dass Sie dazu gar keine Lust haben. Aber ich hoffe, Sie verstehen, dass wir zu Ihrem Etat nur mit Nein stimmen können.